Ich grüße euch alle von Herzen. Dieses Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Mit großer Hoffnung gehen wir alle in das neue Jahr. Wir feiern Silvester, sind fröhlich und haben viele gute Vorsätze. Doch alle hoffen wir, dass das Jahr 2017 besser wird als das alte Jahr. Immer wieder hören wir von anderen, dass die letzten zwei Jahre schwere Jahre waren. Da liegt es nahe, dass wir große Hoffnung auf das neue Jahr legen, wobei es sich um ein Sonnenjahr handelt. Aber was bedeutet das? Das Jahr 2016 steht unter der Regentschaft vom Mars. Wir haben noch das Marsjahr. Aber wir spüren schon, ja, man kann sagen, wir spüren ein Kribbeln. Wir spüren, dass viele Dinge im positiven Umbruch sind. Das Jahr 2015 wurde vom Jupiter beherrscht. Es war das Jupiterjahr. Hier hatten wir den Druck vom Jupiter gespürt, die Kraftanstrengungen, immer wieder den Gegendruck. Auch in diesem Jahr 2016, dem Marsjahr, spürten wir die Anstrengungen. Das sind und waren zwei Jahre, die uns herausforderten. Doch wer diese zwei Kampfjahre beharrlich durchgehalten hat, nicht verzagte und tapfer gekämpft hatte, der kann gewiss sein, der Erfolg wird sich im neuen Jahr einstellen. Man wird es spüren. Nicht umsonst heißt das Jahr 2017 das Sonnenjahr. Ein Jahr von der Sonne bestrahlt. Wir alle lieben das Sonnenlicht, die Wärme, die Geborgenheit, die Freude. Das ist es, was uns erwartet. Ich sage euch, für alle wird es gut werden. Viele Glücksmomente erwarten uns. Und auch Venus, die Liebe, spielt eine große Rolle im Sonnenjahr 2017. Da jeder Mensch seinen eigenen Schicksalsweg gehen muss, ist der Geburtstag, die Geburtsstunde und der Monat sehr wichtig. Was jedes Jahr für den Einzelnen bereithält. So ist es auch für das Sonnenjahr 2017 so. Auch wenn jedem Menschen im Sonnenjahr viele Glücksmomente winken, sollte man wissen, wann diese Glücksmomente für den Einzelnen da sind. Das kann nur anhand eines persönlichen Horoskopes erstellt werden. Oder ein gutes Medium erkennt diese glücklichen Phasen. Habt ihr schon euer eigenes persönliches Horoskop erstellen lassen? Habt ihr schon euer Medium befragt, was im Sonnenjahr 2017 auf euch zukommt? Nein? Na, dann wird es Zeit. Auf meinem Portal könnt ihr unseren Top-Astrologen kontaktieren. Oder ruft mich an. Ich als Medium kann eure Fragen, eure Wünsche beantworten. Ich sehe, ob es eintrifft, was ihr für das neue Jahr erhofft. Schaut! Hier ist die Telefonnummer. Ich freue mich auf euren Anruf, euren Kontakt. Herzlichst, Dirja.